Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir haben jetzt die Aufgabe, das gesamte Kaiserreich nach Bruma zu schicken. Also Koroll, dann hier Skingrad, Quatsch, da dürfte eigentlich niemand mehr sein. Anvil? Oder hat ist jetzt Quatsch wieder aufgebaut? So Bravil, Leyavin und Chaidenal, das irgendwo hier ist, da. Dass wir die alle nach Bruma schicken. Und ich würde sagen, auf der Reise dahin schließen wir ein paar Oblivion-Tore auf. Ich habe irgendwie Bock, jetzt das zu machen. Dass, da wir jetzt schon mittlerweile so weit sind. Dass wir jetzt einfach mal auf einige schließen. Also die, die uns auf dem Weg begegnen zumindest dahin. Und ich würde mit Koroll anfangen wollen, dahin zu gehen. Weil wir da auch schon ein paar Tore haben. Und vielleicht, vielleicht ist auch dann die Aufgabe für die, bevor die hierhin welche schicken, dass ich einige Tore schließe. Ich finde das cool, wenn ich dann auch noch als Aufgabe kriege, so, dass es jetzt unabhängig davon ist, welche, mit wem ich anfange, mit welcher Stadt oder so. Dass ich dann aber im Laufe dessen dann so ein paar dann geschlossen haben muss. Sagen wir mal so, für die erste Stadt muss ich mindestens 2 Tore geschlossen haben. Die haben wir ja schon. Für die zweite, sagen wir mal, müssen dann 5 geschlossen sein. Für die dritte dann, sagen wir 10. Und dann 15, 20, so in der Richtung. Denn Tore gibt es hier ohne Ende, mehr als genug. So. Das da oben ist auf jeden Fall schon geschlossen. Ich frage mich, wie viele es aber insgesamt gibt an Toren. Und ich bin sehr, sehr neugierig. Also ich will wissen, ob Quatsch jetzt wieder aufgebaut ist. Deswegen fangen wir ja auch mit Koroll an, dann nach Skingrad und dann gehen wir nach Quatsch. Wir fangen erstmal mit dem Tor da vorne an. Gibt es hier noch welche? Da hinten irgendwo. Da. Da haben wir einen der drauf. Autsch. Und... Ah, okay. Die spawnen wegen dem Tor immer wieder mal. Okay, dann gehen wir rein. Speichern Sie auf der Ebene von Oblivion sind gefährliches... Gefährliches Reich. Okay.
Daneben. Okay, jetzt. Mist. Muss ich wieder reparieren? Tatsächlich. Magie reicht wieder nicht aus. So, die Spinnen wäre dran. Ich finde, die sehen eigentlich auch cool aus. So, ist das dann? Nee, das ist das, wo ich hin muss. Das da ist nur optional. Okay. Tunnel zur Unterwelt. Ach, das lassen wir mal. Hey, jetzt. Das ist auch optional. Immer so viele Türme hier. So. Oh, und da haben wir einen Deldra-Fürsten, oder? Ach, ein bewaffneter Xibilite. Was? So, was hat er? Daedrischer Kriegshammer. Okay, wir hätten vorher vielleicht die Daedra-Herzen mal weg tun sollen. Obwohl, wir werden hier noch so viele Herzen bekommen. Weg damit. Warte mal. Ich nehme dich wieder auf. Die füllen Leben auf. Einmal kurz speichern. Die armen Leute, die hier erhangen wurden. Müsste die jetzt nicht auch in die Luft gejagt werden? So, die Dinger sind vorbei, okay. Recht und Falt. Was hat er noch? Tremora Claymore. Ich bin eigentlich immer so viel die Herzen. Warum? Hier ist nichts, was auf uns schießen könnte. So, Hexerei.
Nochmal. Und noch einmal. So. Warte mal, ist das... Ach, nur ein derartiges Claymore. Ich habe jetzt... Wie viel wiegt der? 62, den können wir nicht mitnehmen. Oder habe ich irgendwas, was ich... Weg damit. Der ganze 93. Der auch wieder. Weg damit. Preis her ist der hier mehr wert. Warte mal, ich glaube, von hier kommen wir nicht dahin. Kann das sein? Okay, die haben mich jetzt beide gesehen. Ich hätte gern deren Rüstung, ja? Oh, ein Blutbrunnen. Und das war's. Hier kommen wir nicht weiter. Hä? Was das? Haben wir nicht mehr bekommen? Okay, das heißt dann, wir müssen in diesen einen Tunnel gehen. Der vorhin da war. Durch die Unterwelt. Oder wir versuchen es auf diese Art. Ne, ich glaube, das wird nichts. Oder doch, doch, doch. Das könnte doch noch was werden. Komm. Nee. Oder wir schaffen es dahin. Okay, hier rutschen wir wieder runter. Ne, ich glaube, das wird nichts. Oder doch? Vielleicht ein bisschen. Ne, wir rutschen immer wieder runter. Hier könnte es vielleicht möglich sein. Scheint etwas steiler zu sein. Nicht so steil zu sein. Nochmal das eine Tor. Da hinten, okay. Tor zur Unterwelt. Ich glaube, wir können nur darüber.
Das, nee, die Seelenstein nehmen wir? Glasbeinschienen? Nee. Geschnürte Lederhose. Nee, das ist nicht der, was er da hat. Ebenholz. Einmal kurz speichern. Und rein ins Loch. So, wo ist die andere Spinne? Autsch. Ja, befummel dich auch selbst. Komm, fall ins Loch. Okay. Anders ins Loch gefallen, als ich gedacht hatte. Ah, von hier kamen wir. Ui, und hier geht's auch wieder runter in die Lava. Warte mal, ich speichere einmal. Okay, hier werden wir so oder so auch drauf gegangen. So. Ich wollte es nur mal ausprobiert haben. Für die Wissenschaft. Oblivion-Hölle. Mit. Okay, und hier lang. Gab's hier auch noch einen? Nö. Und wir sind oben. Da ist der nächste. Bevor ich mit dem da kämpfe, einmal kurz schauen, dass ich, ob ich nicht noch mal irgendwas reparieren muss oder so. Umbra geht ganz schnell kaputt. Wo kommst du denn her? Ach, hier ist ja noch einer. Willenskraft hat Schaden erlitten. Okay, der kommt an mich ran, aber ich nicht an ihn.
ging aber auch ganz schnell wieder kaputt. So, ich glaube, ich benutze mal ein paar Heiltränke. Das waren Mana-Tränke, ne? Ach, da oben die Anzeige. Machen wir so. Speichern und rein da. Okay, aus zwei Richtungen. Wo bist du denn? Da. Dank der Absorption. Und nur ein Dendra-Herz. Der kam von hier. Natürlich, wieder ein Dead-Drop. Okay. Kommt bestimmt von hier oben, ne? Okay, hier ist irgendwo eine Spinne. Da. Okay, es gibt nur den Weg, um weiterzukommen. Diese Peitschen. Was war das? Okay, Mana ist voll. So, Hammer. Nochmal kurz alles reparieren. Nicht kaputt gehen, bitte. Ah, nice. Okay, diese Richtung. Eben erst, was er wieder hat. Ja. So, und der ist auch schon weitergegangen. Wieder an der drauf. Oh, ein Reparaturhammer. Was ein Segen jetzt. Der Reparaturhammer war jetzt ein Segen, dass wir eingefunden haben. Da ging jetzt nichts kaputt. Einmal kurz speichern. Nicht, dass das Spiel abschmiert. Und ist hier auch ein Hammer drin? Ne, ich lasse die Perle auch zurück.
Jetzt wird's übel. Heißen die eigentlich Zivilei oder Schibilei? Diese einen Kreaturen. Diese da. Okay, das ist doch ein bisschen viel. Alter, hör auf! Du springst mir zu viel. Vielleicht einmal kurz speichern. Und so. Ah, da kommt schon der nächste. Drädrische Kriegsangst. Okay, kann ich nicht mitnehmen. Darfst du haben. Ach komm, dann behalt die alle. Ich will nur ein Schwert. Ein drädrisches Schwert. Okay, da vorne ist wieder so ein Dingens. Der erste ging wieder kaputt. Zwei. So, da ist er. Und wir sind wieder ganz oben. Hey. Nutz doch mal den Schild. Ich dachte schon, der stirbt jetzt da unten durch den Fall. So. Auch ein dätischen Kriegshammer. Ja. Warte mal. Ein Walkünatz. Von Walkünatz kriegen wir die Dinger. Okay. Wo ist der andere Walkünatz? Falls das einer war.
Weil Kühners können wir entkleiden. Waren das denn Valkyners? Kühnerewe? Und Markkühners. Okay, Valkyners. Von denen können wir die Rüstung bekommen. So. Der Siegelstein ist unser. So. Sorry, musste eben kurz den Stuhl wieder hochschieben. So, den haben wir jetzt. Warte mal, wir gehen mal in Richtung Straße. Da unten ist bis... Ach du Nervensäge. Einmal kurz wieder ranzoomen. Und ich finde, sieht schon nice aus. Jetzt, wenn wir die Beine vollständig haben. Jetzt die Handschuhe, Helm, Schild und Schwert. Das speichere ich noch einmal. So, und was ist da jetzt passiert? Achso, die Beinschienen liegen da. Dum, 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 dum. Wie viel tragen wir eigentlich? 430 von 515. Was habe ich mit seinem Kopf gemacht? So. Ach, wir wollten die Straße gehen nach Koroll. Ja, egal. Jetzt haben wir zwei Tore noch vor uns. Vier Tore vor uns, bis wir in Koroll sind. Vielleicht kriegen wir dann da. Obwohl, warte mal. An dem Tor waren wir schon. Geh vielleicht einmal kurz zurück. Nach Bruma. Per Schnellreise. Kauf mir neue. Oh, hallo. Hi. Ich verkaufe ein bisschen was, was ich jetzt nicht mehr brauche. Und kaufe einiges an Hämmern. Wie ich höre, habt ihr der Wache beim Schließen des Oblivion-Tors geholfen. Danke. Wir machten uns bereits Sorgen wegen dem verfluchten Ding. Ja, ich hab geholfen. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. So. Erstmal die beiden Schienen der Sonne. Darfst du jetzt haben. Der Dedra-Brustharnisch darfst du haben. Verkaufe zwar unter Wert, aber... Ein exzellentes Geschäft. Ist mir gerade in dem Moment egal. Ein Exzellent. So, und von dir brauche ich... Hammer. Günstiger bekommt ihr es nirgends. Beehrt uns bald wieder.
Schönen Tag. Auch euch. So, und jetzt gucke ich mal. Vielleicht kann ich... lagere ich erstmal ein paar Sachen hier ein. In Boomer. Der Truhe? Nein. Unten? Warum ist das immer mit so viel Schrott gedingst? Weg damit. Schmeiß ich gleich weg. So, fange ich erstmal hier an mit dem Stab der Würmer. Die Dinger. Das. Das. Und das. So, hier. Das, das, das. Behalten wir. So, hiervon. Das Tetraherz. Hier. So. Schlüssel wiegen ja nichts. Habe ich sonst noch was, was ich nicht brauche? Großer Wilkenstein? Okay. Hä? Wir können während eines Kampfes keine Questgegenstände aus unserem Inventar entfernen. So, das und... Nein, das wollt ihr nicht! Ich wollte den anderen Mist wegtun. Den Pinsel, Tintenfässer, Farbpalette. Komm, Garn pack ich auch mal weg. So. Wir waren an dem Tor. Und wir sind bis Serkin oder Serzin gekommen. Dann machen wir von da aus weiter. Und hauen die noch zu Klump. So, wo ist dein Kollege? Wo ist dein Kollege? Ja. Reparaturhämmer nehme ich mit. Oh, ich freue mich gerade wirklich. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen was Dädrisches an Ausrüstung bekommen. Ich hoffe, wir kriegen noch den Helm. Und die Handschuhe. Ein vernünftiges Dädra-Schwert. Einhänder. Und rein da. Schließen wir das Tor. Okay, hier schon jemand verbrannt. Prinz und Kraft. Okay, der konnte mich betäuben. Okay, das ist übel. Wer ist das, dass der mich betäuben kann? Hier nichts.
So. Quintessenz der Reue. Okay, ich speichere nochmal. Nicht schießen. Komm, wir kämpfen hier. Remora, Buße des Hochmuts. Die haben zwar eine coole Namen, aber das war's dann auch. Komm her, kleine Spinne. So, Hinweis. So, Dremora-Bogen. Dremora-Breitpfeil. Die Pfeile nehme ich auf jeden Fall mit. Von denen. Ja, natürlich müssen die jetzt schießen. So, da ist aber der Turm, wo ich hin will. Da vorne wartet eine Spinne. Starker Trank der Lebensdeckung. Okay. Warum können die alle eigentlich Blitze schießen? So, erstmal fangen wir mit dem an. Ich glaube, hiernach fange ich an, mein Schwert wieder zu reparieren. Ja, jetzt hört auf. Was nehmen wir? Oh, Hammer. Noch mal ein bisschen Gold. So, ist jetzt Ruhe? Okay, dann reparieren. Okay, hier ist irgendwo noch einer. Über mir direkt irgendwo. Ja. Ach, hier. Wie bist du denn hier runtergekommen? Ich geh mal hier. So, einmal kurz warten. So, aber jetzt. Viele Hämmer. Woher
haben wir so viele Hämmer? Also klar, gekauft, und, aber ich habe doch nur 20 Stück gekauft. So. Macht man eigentlich mit Remora Claymore, Stab der Übelkeit, Trank der Dämpfe. Ja, komm. Du hattest vor unten auf mich gewartet. Können wir jetzt unseren Kampf haben? Okay, den habe ich jetzt nicht hinter mir erwartet. Gibt es hier noch mehr Klingen? So. So, jetzt du. So betatschen die sich eigentlich immer so. Ergebt euch. Was für ergeben? Mit was für ein Selbstvertrauen die hier reden. Hier geblieben. Feigling. Naja, aber okay, wie krass ist, so ist man eigentlich, wenn man so überlegt, nur ganz normale Sterbliche und so weiter attacken es immer wieder gegen. So, der ist erledigt. War der beschworen, oder? Ich glaube, der war beschworen. Was ist mit dem Feigling? So. Mondlicht. Ja, okay. Das sind keine... Das sind nicht die Schwerter, die ich haben will. So, einmal kurz... Nochmal überall drüber gehen. Wir haben ja diesmal genug. Und wir sind auch schon fast ganz oben. Nichts, was ich haben will.
Ja, auch nicht. Finde ich mal schade. Wenn die nichts dergleichen haben. Immer Sigillum. Sigillum ist immer das Ende, okay. Wo man hin will. Okay, der hat jetzt eine dänische Kriegsaxt. Ja, Kriegsaxt. Und ein Kriegshammer. Kurzschwert der Stromspannung? Nee. Das wollen wir nicht. Dädra-Säule? Lagertrank der Spiegelung? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Schade, dass wir jetzt hier nicht noch mehr dänische Ausrüstung bekommen haben. Ich hätte mich sehr gefreut, wirklich. Aber wir haben wenigstens jetzt in dieser Folge zwei dänische Oblivion-Tore geschlossen. Und da kommen noch ein paar. Was ist los? Nix, nix. Hier, Bockbierquell, können wir uns mal hier so chillen. So. Dahin schauen. Ja, und ich würde sagen, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.